Bereits Anfang der 50er Jahre beweist Gregory Pincus in Tierversuchen, dass Progesteron bei Kaninchen empfängnisverhütend wirkt. Dieser Gregory Pincus hatte in Shrewsbury, Massachusetts, die Booster Foundation mitbegründet. Das von der Pharmaindustrie unabhängige Forschungsinstitut spezialisiert sich schon früh auf die Fortpflanzungsbiologie. Den Anstoß für die Entwicklung einer Pille für Frauen allerdings gibt die amerikanische Feministin Margaret Sanger. Sie ist überzeugt, dass die Frau erst dann befreit sein wird, wenn sie selber entscheiden kann, ob sie schwanger werden will oder nicht. Margaret Sanger hat das Schicksal ihrer Mutter vor Augen, die nach 11 Kindern und 7 Fehlgeburten schon mit 44 Jahren stirbt. Als Krankenschwester im New Yorker Sozialdienst erlebt Margaret Sanger dann, wie viele Frauen durch unfachmäßig durchgeführte Abtreibungen auf qualvolle Weise sterben. Besessen von ihrer Idee, dass es etwas Wirksameres geben müsse als das Präservativ oder das Diaphragma, reist Margaret Sanger sogar nach Europa, in der Hoffnung, dort ein besseres Verhütungsmittel zu finden. Vergebens. Dann hört sie von Gregory Pincus und dessen Arbeit an empfängnisverhütenden Steroiden. Als Pincus ihr zusichert, dass die Entwicklung eines oralen Kontrazeptivums im Bereich des Möglichen liegt, sucht Margaret Sanger nach Geldgebern für das Forschungsprojekt. Sie trifft auf die Millionärsgattin Catherine McCormick, die fortan die Booster Foundation mit jährlich bis zu $180.000 unterstützt und so die Entwicklung der Antibabypille ermöglicht. Apparently the government of the United States. Die Regierung der Vereinigten Staaten leistet keinen finanziellen Beitrag zur Erforschung empfängnisverhütender Mittel. Allerdings beschäftigt sich die staatliche Gesundheitsbehörde mit diesem Thema. Sie hat die Pille als verschreibungspflichtiges Verhütungsmittel für die Vereinigten Staaten zugelassen. Nach intensiver Prüfung kam man zu dem Ergebnis, dass die Pille zuverlässig ist und keine gesundheitlichen Risiken birgt. Es wurden an mehreren Orten der Welt klinische Tests mit Frauen vorgenommen. Unsere Arbeit begann vor 5 Jahren in Puerto Rico. Puerto Rico, die Insel vor der Haustür der Vereinigten Staaten, leidet zu dieser Zeit unter massiver Überbevölkerung. Ab 1956 testet er die Pille an Frauen in den Armenvierteln der Hauptstadt San Juan. Einerseits wurde Puerto Rico ausgewählt, weil man hier die Leute nicht so leicht aus den Augen verliert wie auf dem Festland. Und andererseits hatten die Inselbewohner viele Kinder, mehr als ihnen lieb war. Das hat sie bewogen, an einem solchen Forschungsprojekt teilzunehmen. Puerto Rico ist bis 1979 Versuchsfeld für die Antibabypille, die damals, Mitte der 50er Jahre, noch 200 Mal stärker dosiert ist als heutige Präparate. Bei den Frauen in den Armensiedlungen allerdings wird La Pildora begeistert aufgenommen. Nicht wenige von ihnen haben 10 oder 12 Kinder und die Teilnahme an den Pillenversuchen verspricht sicheren Schutz vor weiteren Schwangerschaften.